Freiberufler müssen in Deutschland eine Einkommensteuererklärung und eine Umsatzsteuererklärung machen. Ich habe zum Thema Einkommensteuererklärung schon eine unglaublich große Liste an unterschiedlichen Tutorials aufgenommen. Die verlinke ich dir alle gerne einmal oben rechts und einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, du findest da eine lange Playlist für alle möglichen Anlagen für deine persönliche Einkommensteuererklärung. Und Freiberufler müssen nicht nur Anlagevorsorgeaufwand, außergewöhnliche Belastung, den Hauptvordruck und so weiter ausfüllen. Nein, sie müssen auch die Anlage S ausfüllen. Die Anlage S steht für Anlage für selbstständige Arbeit und im Einkommensteuergesetz ist die Freiberuflichkeit immer gleichbedeutend mit selbstständiger Arbeit. Gewerbetreibende können dieses Video an dieser Stelle eigentlich abschalten. Gewerbetreibende füllen nämlich statt der Anlage S die Anlage G aus. Und auch dazu habe ich ein Tutorial aufgenommen. Hier an dieser Stelle und in diesem Video möchte ich mit dir zusammen einfach mal in Elster Online die Anlage S ausfüllen. Wir befinden uns in Elster Online in einer offenen Einkommensteuererklärung. Und zwar sehen wir die Struktur der Einkommensteuererklärung wie immer hier auf der linken Seite. Das heißt, wir sehen einmal den Hauptvordruck und die Anlagevorsorgeaufwand. Mit dem Klick hier unten auf Anlage hinzufügen können wir eine ganze Reihe von weiteren Anlagen hinzufügen. Und wie ich angekündigt habe, möchte ich, dass wir uns in diesem Video einmal näher mit der Anlage S beschäftigen, die von allen Freiberuflern ausgefüllt werden muss. Und zwar sehen wir sie dann nach dem Hinzufügen auch in dieser Struktur Anlage S und darauf klicken wir einmal. Natürlich kannst nicht nur du freiberuflich sein, sondern auch dein Ehepartner. Das heißt, hier kannst du auch für den zusammen veranlagten Ehepartner die Freiberuflichkeit einstellen. Ich mache das Ganze aber einmal für mich und klicke hier drauf. Und da sehen wir auch schon die Struktur und sehen auch, so ganz lang ist diese Anlage nicht. Und zwar besteht sie nur aus drei Teilen. Einmal den Gewinn, den Veräußerungsgewinn und Sonstiges. Es kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Hinweis hier oben. Hier steht nämlich, für jeden Betrieb ist zusätzlich eine Bilanz oder, soweit keine Bilanz erstellt wird, eine Anlage EIR elektronisch zu übermitteln. Diese müssen separat elektronisch übermittelt werden, da sie nicht Bestandteil der Einkommensteuererklärung sind. Als Freiberufler musst du keine Bilanz erstellen, das heißt für dich gilt schon einmal die Anlage EIR. EIR steht natürlich für Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, das ist das, was du hoffentlich unterjährig sowieso schon gemacht hast, während du die Buchhaltung gemacht hast. Übrigens, für die Anlage EIR habe ich auch ein Tutorial aufgenommen, auch das findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Aber hier an dieser Stelle der Hinweis, die reine Übermittlung der Anlage EIR reicht nicht aus, wenn du freiberuflich bist. Du musst neben der Anlage EIR auch die Anlage S ausfüllen und das machen wir an dieser Stelle doch einfach einmal. Und zwar werde ich im ersten Bereich nach meinem Gewinn gefragt. Und zwar ganz oben einfach ganz normal nach dem Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit. Und hier schreibst du deinen Beruf rein. Ich liebe den Beruf Bildberichterstatter. Steht so im Einkommensteuergesetz. Das heißt, ich bin Bildberichterstatter und schreibe jetzt hier meinen Gewinn rein. Natürlich muss dieser Gewinn dem Gewinn entsprechen, der das Ergebnis von der EIR ist. Also in der Anlage EIR sollte der gleiche Gewinn stehen wie den ich hier eintrage. Das heißt, idealerweise machst du erst deine Anlage EIR oder erst deine Einnahmenüberschussrechnung und schreibst dann hier den Betrag rein. Und zwar gehe ich einfach an dieser Stelle einmal davon aus, dass ich 123.754 Euro Gewinn gemacht habe als Bildberichterstatter in dem Veranlagungszeitraum 2022. Immer dann, wenn mein Unternehmen woanders seinen Sitz hat, als ich wohne, kann es sein, dass ein anderes Finanzamt für mein Unternehmen zuständig ist. Das heißt, dann habe ich ein Betriebssitzfinanzamt und ein Wohnsitzfinanzamt. Und wenn ich dann den Jahresabschluss, die Gewinnermittlung mache für meine Selbstständigkeit, dann schicke ich alle betrieblichen Informationen und Steuererklärungen an das Betriebssitzfinanzamt. Und dann bekomme ich als Antwort, als Bescheid, einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung. Und in diesem Bescheid steht dann der Gewinn aus meiner freiberuflichen Tätigkeit. Und diesen Bescheid von meinem Betriebssitzfinanzamt, den kann ich jetzt mitnehmen und in meiner privaten Steuererklärung angeben. Und die private Steuererklärung ist die Einkommensteuererklärung. Das heißt, wir reden hier ja gerade über die Einkommensteuererklärung. Immer dann, wenn du so eine Aufteilung hast, dann bekommst du von deinem Betriebssitzfinanzamt diesen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung und dann trägst du deinen Gewinn hier ein.
wenn du ganz normal ein Finanzamt hast, was für dich zuständig ist, was ehrlicherweise bei den meisten Freiberuflern der Fall ist, dann lässt du diesen ganzen Bereich einfach leer. Es kann ja aber auch sein, dass du nicht alleine selbstständig bist, dass du Mitunternehmer hast, dass du zum Beispiel mit anderen Freiberuflern eine GbR gegründet hast, beispielsweise. Immer dann macht ihr ja als GbR einen Jahresabschluss, eine Gewinnermittlung. Und in diesem Bescheid sind dir quasi deine Gewinnanteile zugeteilt. Das funktioniert also fast so ein bisschen ähnlich, wie wenn du Betriebssitz und Wohnsitzfinanzamt habt, nur dass du bei einer Beteiligung natürlich mehrere Mitunternehmer habt. Aber du hast anschließend einen Bescheid und da steht genau drauf, wie viel Gewinn du gemacht hast. Wenn das auf dich zutrifft, dann gilt dieser Bereich für dich, also Feld 7. Gewinn aus der ersten Beteiligung. Das heißt, da schreibst du dann die Gesellschaft rein, das Finanzamt und die Steuernummer der Gesellschaft und den Betrag, also den auf dich entfallende Anteil des Gewinns. Und vielleicht ein wichtiger Hinweis, das Ganze kann natürlich auch immer ein Verlust sein. Du kannst hier natürlich auch Verluste eintragen, um sie dann entsprechend miteinander zu verrechnen. Und natürlich kannst du auch weitere Beteiligungen haben. Das heißt, hier kannst du dann beliebig viele Beteiligungen eintragen. Im nächsten Bereich geht es um Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen. Ehrlicherweise möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht zu tief auf diesen Bereich eingehen, also auf die Gewinn aus Gesellschaften, Gemeinschaften, die ähnlichen Modellen im Sinne des § 15b Einkommensteuergesetz. Immer wenn das auf dich zutrifft, dann weißt du das in der Regel und dann hast du meistens auch irgendwie einen Steuerberater an deiner Seite. Nur an dieser Stelle, hier trägst du dann die genaue Bezeichnung und den Betrag ein. Es gibt allerdings auch noch weitere oder andere selbstständige Arbeiten. Zum Beispiel, wenn du in einem Aufsichtsrat bist, dann gelten die Einkünfte auch als selbstständige Arbeit und das trägst du denn hier ein und wenn es noch irgendwelche anderen weiteren Tätigkeiten gibt, dann trägst du die jeweils hier ein. Und es könnte natürlich sein, dass bei all diesen Einnahmen irgendwo das Teileinkünfteverfahren greift. Ich möchte jetzt nicht großartig ausholen, um zu erklären, was das ist. Wenn du allerdings Einkünfte hast, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, dann musst du hier noch einmal den steuerfreien Anteil eintragen. Und dann gibt es noch ein paar Angaben für die Leute, die Beteiligter an einer Wagniskapitalgesellschaft sind. Auch darauf möchte ich nicht so tief eingehen, das ist ein ziemlich spezieller Fall. Die Begünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz ist aber interessant, dass ich sie zumindest hier einmal erwähnen möchte. Wenn du nämlich an einer Personengesellschaft beteiligt bist, dann kannst du Steuern sparen, wenn du die Gewinne nicht ausschüttest, sondern thesaurierst, also in dem Unternehmen lässt, dann hast du tatsächlich Steuerbegünstigungen und dann musst du zusätzlich noch die Anlage 34a ausfüllen und das musst du hier einmal eintragen. Ganz, ganz wichtig, wenn du Beteiligter in einer Personengesellschaft bist, solltest du dich unbedingt mit dem Thema einmal beschäftigen und hier das entsprechend eintragen. Im nächsten Bereich geht es dann um den Veräußerungsgewinn. Der Veräußerungsgewinn ist auch gleichzeitig der Aufgabegewinn. Ich habe zu dem ganzen Thema Beendigung seiner selbstständigen Tätigkeit auch schon mal ein Schritt-für-Schritt-Video aufgenommen. Da bin ich tatsächlich auch schon einmal darauf eingegangen, wie man so einen Veräußerungsgewinn grundsätzlich berechnen kann. Deswegen schau da unbedingt einmal vorbei. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts, du findest es aber auch unten in der Videobeschreibung. Denn es gibt gewisse Steuererleichterungen bei Betriebsaufgaben oder Betriebsveräußerungen. Und ich möchte jetzt in diesem Video nicht zu viel Inhaltliches erklären. Hier geht es wirklich nur darum, wie man das Ganze denn in Elster Online einträgt. Deswegen an dieser Stelle, schau dir unbedingt das andere Video an. Ich möchte an dieser Stelle und in diesem ganzen Bereich nur auf zwei Bereiche eingehen. Einmal hier oben geht es um den Veräußerungsgewinn oder halt den Aufgabegewinn, für den der Freibetrag wegen dauerhafter Berufsunfähigkeit oder Vollendung des 25. Lebensjahres beantragt wird. Das ist die Steuervergünstigung, die ich angesprochen habe. Das heißt, wenn du dauerhaft berufsunfähig bist oder das 55. Lebensjahr abgeschlossen hast, dann kannst du hier tatsächlich eine Steuerermäßigung haben. Dann musst du den Gewinn hier oben eintragen. Wenn du jünger bist, nicht dauernd berufsunfähig bist oder auch freiwillig darauf verzichtest, dann trägst du den Gewinn hier unten ein. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Angaben, gerade in Bezug auf das Teileinkünfteverfahren. Ich würde dir an dieser Stelle aber dringend raten, wenn es hier wirklich um größere Vermögen geht, entweder verkaufst du dein Unternehmen für einen höheren Betrag oder du hast noch ganz viel Betriebsvermögen, was du dem Unternehmen jetzt entnimmst und du weiter im Privatvermögen nutzen möchtest, zum Beispiel Immobilien, dann kann die Steuerbelastung tatsächlich sehr, sehr hoch sein und dann würde ich dir dringend empfehlen, dass du das Geld in einen Steuerberater investierst und dieses ganze Thema Betriebsaufgabe oder
Verkauf einmal mit einem Steuerberater durchsprichst. Einfach, weil man hier so viele Sachen falsch machen kann und weil ich nicht in einem Video ja auf alle Eventualitäten und individuellen Lebenssituationen eingehen kann. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, sprich da mit einem Experten. Das lohnt sich in den meisten Fällen. Wenn du da einen Fehler machst, dann zahlt man in der Regel wirklich deutlich mehr Steuern, als man zahlen müsste, und das lässt sich ja vermeiden. Wenn du einen Experten suchst, dann findest du einen Link unten in der Videobeschreibung, dann helfen wir dir gerne, den passenden Experten für dich zu finden. Im dritten und letzten Bereich geht es um Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit. Oder genauer gesagt, hier geht es vor allem um Ehrenamtstätigkeiten. Immer dann, wenn du Aufwandsentschädigungen bekommst für ein Ehrenamt, dann sind diese Einkünfte bis zu 3.000 Euro tatsächlich steuerfrei. Auch dazu habe ich ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Aber natürlich musst du diese Einnahmen auch irgendwo einmal angeben. Wichtiger Hinweis, nur weil du es hier eintragen musst, heißt natürlich nicht, dass du darauf Steuern zahlen musst. Das heißt, du trägst hier in Zeile 46 die Tätigkeit ein, als was du da gearbeitet hast, beispielsweise Fußball-Jugendtrainer, denn den Gesamtbetrag an Aufwandsentschädigungen, die du erhalten hast, dann davon als steuerfrei behandelt. Wenn das Ganze unter 3.000 Euro liegt, dann ist alles steuerfrei, also beispielsweise 2.500, dann schreibst du hier 2.500 und gut ist. Wenn du aber mehr als 3.000 Euro enthalten hast, dann solltest du das Ganze hier auf der ersten Seite erfassen, und zwar idealerweise unter viel, das heißt unter Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit. Also wenn du in deinem Ehrenamt 4.000 Euro bekommen hast, dann sind halt 3.000 Euro steuerfrei und 1.000 Euro sind steuerpflichtige Einkünfte. Das bedeutet, dass du das Ganze dann hier noch einmal einträgst und 1.000 Euro hier an dieser Stelle einträgst, um es dann zu versteuern. Ich hoffe, mit diesem Video und der Anlage zur Anlage S in Elster Online konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zur Anlage S oder generell zur Einkommensteuererklärung oder vielleicht auch zu Elster Online, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dir denkst, dass du mit dem ganzen Krempel am liebsten nichts zu tun haben möchtest, dass das Ganze doch lieber ein Steuerberater erledigen sollte, dann schau dir mal meine Empfehlungen an, denn wir sind spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und können dir tatsächlich dabei helfen, dass du das nicht mehr selbst machen musst. Alle Informationen zu meinen Empfehlungen verlinke ich dir einfach einmal hier oder du schaust dir weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.